Hi, ihr Paragon-Fans da draußen, ich bin... Für Gamerholics TV und heute geht es um einen neuen Helden. Wie könnte es auch anders sein? Und zwar die Hexe Morrigesh. Morrigesh ist der Geist eines untergegangenen... Wait, what? Es gibt keinen Hero-Trailer? Heute ist doch... What? Heute ist doch Donnerstag? Wo ist der scheiß Hero-Trailer und warum haben wir jetzt den Overview mit dieser komischen Stimme? Warum? I hate everybody! Und was ist das für eine Map? Die sieht komplett anders aus. What the fuck is going on here? Also ein nach dem anderen. Der neue Held ist die Hexe Morrigesh. Und es gibt zuerst den Overview-Trailer, aber der Trailer als solches ist noch nicht draußen und kommt wahrscheinlich erst nächste Woche raus. Warum tun sie das? Ich habe keine Ahnung, fragt Herrn Epic persönlich. Und die komische Stimme, das bin nun ich. Ich mache quasi von der Community für die Community die Stimmsynchronisation des Overview-Videos für die neuen Helden, um das es jetzt gehen soll. Aber absolut zuvor und als letztes Wort noch, guck dir vorher am besten das Jungle-Video an, denn wie du siehst, im Hintergrund sehr viel neue Map und worum es da geht, habe ich ein separates Video drüber gemacht, dementsprechend werde ich es hier nicht erwähnen. Aber jetzt geht es um Morrigesh. Morrigesh ist ein sehr düsterer Charakter, mag ich sehr vom Artwork, vom Design her. Ich habe auch immer gerne die Hexenmeister gespielt oder die Necromancer und so in diesem Dinge auch 2 bis 10 Daumen von mir hoch, die meine Hand halt zu bieten hat. Wermutstropfen, Morrigesh ist ein Melee-Caster. Melee, dieses Wort, wird von allen gehasst, da kriegt man einen Anfalli, hat man keinen Bock drauf. Aber nun gut, der nächste Carry kommt ja schon das nächste Mal. Morrigesh ist also ein Melee-Caster, aber auf jeden Fall kein Burst-Caster wie Bellica oder Countess, denn ihre Spezialität ist eher so das Offensiv-Supporten mit niederträchtigen Fähigkeiten, mit Schaden über Zeit, mit Slows und mit hinterhältigen Last-Hits-Kills der Feinde über die ganze Map. Morrigesh hat alles zu bieten, was ein Sumpf auch zu bieten hat und mit der Fähigkeit Schwarm verwandelst du dich in einen Insektenschwarm, irgend so eine Pestwolke aus Fliegen und damit kannst du durch Gegner durchwabern und machst Schaden, wenn du mit dieser Wolke irgendein Minion oder einen Spieler erreichst. Ah, wenn du Schaden machst, bekommst du auch noch Lebensregeneration obendrauf. Das heißt, für jeden getroffenen Feind bekommst du einen enormen Stack Lebensregeneration und das ist nicht wenig und auch nicht so kurz. Wenn man hier guckt, 21, 22, 23, 24 und ausgelaufen. Also schon eine ziemlich kurze Rampage-Ult und das viel schneller, immer wenn du durch eine Minimave durchgehst. Also es könnte ein krasser Support- und Sustain-Faktor sein. Außerdem kriegst du einen Geschwindigkeitsboost und kannst damit schneller fliehen. Und mit Insektennest wirfst du ein Nest Käfer auf einen Ort deiner Wahl. Findet nicht noch einer, dass das irgendwie anders klingt von der Qualität her, als wenn ich so jetzt hier reinspreche? Ist dasselbe Setup. By the way, komisch. Aber die Fähigkeit heißt Insektennest. Insektennest ist eine Fähigkeit, die du auf ein Zielfeld werfen kannst, wie jede andere gezielte Fähigkeit, wie zum Beispiel der Kuh von Gideon, und bewirkt, dass Gegner einen relativ langen Dot bekommen, also Damage over Time, Schaden über Zeit, der langsam runtertickt, und für jeden Tick wird der Gegner geslowed. Also es ist echt eine schöne Fähigkeit, um massiv auf den Sack zu gehen, wie gut die Fähigkeit sein wird, hängt davon ab, wie krass sie mit deinem Powerkarten-Upgrade-Card skaliert. Das wird sich zeigen. Ist aber auf jeden Fall ein Pain-in-the-Ass-Fähigkeit für einen Pain-in-the-Ass-Charakter. Und dieser Slow-Effekt, der mit dem Dot auf den Gegner draufkommt, ist noch krasser, wenn der Gegner markiert ist. Und markieren ist schon echt eine ekelhafte Fähigkeit. Du kannst einen Gegner mit einem Wurfdolch markieren, der kriegt dadurch Schaden, der ist auch nicht wenig. Das Ding hat einen sehr coolen, kurzen Cooldown, wow, was ein Wortwitz, und bewirkt, dass du eine Puppe des Helden an deinem Rücken trägst. So eine kleine Puppe, wie gruselig ist das denn? Guck, guck, die hat da eine kleine Fey an ihrem Rücken hängen. Wie eklig ist das denn? Oder hier eine kleine Bellica. Oder dieser eklige kleine Grux. Markieren macht also Schaden und erzeugt diesen ekligen kleinen Puppenvieh von deinem Gegner. Wofür brauchst du diese Puppe? Ganz einfach, für deine Ultimate. Und diese Ultimate heißt Verfluchen und sie reißt ihre Puppe vom Rücken und sticht mit ihrem riesigen Dolch in diese Puppe. Und diese Fähigkeit ist ziemlich impressive, denn beim Gegner, und ich unterstreiche das, egal wo er steht auf der Karte, entsteht ein riesiges Mottenwesen aus Insekten und Sumpfgetier und sticht auf das Opfer ein, so wie Morrigesh es auf der Puppe tut, 1:1 sogar.
ist eine ziemlich geile Animation und es funktioniert überall auf der Karte. Du kannst in der Base stehen und der Gegner steht in der anderen Base. Du kannst ihn ultien. Also eine Murdoch-Ultimate mit 100%iger Trefferwahrscheinlichkeit. Aber es funktioniert nur bei markierten Zielen. Das heißt, im Teamfight könnte es so aussehen, du schmeißt dein Insektennest in den Kampf, alle werden geslowed, du markierst einen Feind, dann machst du Damage mit deiner AOE-Effektfähigkeit und wenn der Gegner low ist und abhaut und hauen willst, brauchst du nicht hinterherrennen, sondern du zündest einfach die Ultimate und er wird zack abgesnackselt und ist tot. Vom Damage her macht die Ultimate, ich glaube, ein bisschen weniger als die Murdoch-Ult, wäre ja auch irgendwie unfair. Aber ansonsten eine ziemlich geile und auch eine sehr geil aussehende Fähigkeit. Also Style-Punkte hat Morrigash auf jeden Fall und es wird garantiert Spieler geben, die sie auf jeden Fall nur wegen dem Style spielen werden. Denn in einer Welt, in der Bellica super strong ist und eine Yin auch einfach übelst abgeht, sowohl als Support als auch auf Main Carry oder als irgendwas anderes, da wird man so einen normal geilen Helden, wie zum Beispiel eine Morrigash, wahrscheinlich nicht picken. Es sei denn, sie machen den Fehler und skalieren, lassen ihn so ekelhaft skalieren, also Morrigash, wie zum Beispiel eine Yin, dass ihr Dot einfach krassen Damage macht oder die Ultimate richtig abgeht, ohne überhaupt Skill zu erfordern. Das wäre der schlechteste Weg, den sie einschlagen könnten. Denn Morrigash wird ein geiler Held sein. Sie hat ein schönes Kit, so ein verruchtes, ekelhaftes Kit. Und auch die Ultimate mit der Puppe sieht super geil aus. Also wie gesagt, Style, ich wiederhole mich, ist das schon eine Nummer. Aber ich glaube, vom Level her ist sie eher Normaltier und nicht Top-Imba-Tier, wie wir derzeit mit Bellica und mit Yin haben. So ihr Lieben, ich bin draußen. Vergesst nicht auch auf das Jungle-Video zu gehen, denn dort gehe ich auf den Jungle als solches ein und was sich alles verändert hat. Noch mehr Informationen als jetzt hier in den Videos zu sehen. Unten in der Videobeschreibung findest du den eigentlichen Link zum Blogpost bzw. zum Video, zum Overview-Video. Und ich komme mir schon ganz schmutzig vor, aber wenn dir das Video gefallen hat, dann klicke auf den Like-Button, wird leider viel zu oft vergessen. Und ich ärgere mich, dass die Leute, die mit dem Finger drauf zeigen, immer so viele Likes kriegen. Und die Leute, die meinen, okay, die Leute machen es von alleine, die eben nicht. Von daher erwähne ich es jetzt, tut mir leid. Und ansonsten, wie immer, einen wunderbarsten aller Tage wünsche ich dir. Mach's gut, Ichowski. Viel Spaß mit Morrigash am Dienstag. Bis dann. Ciao, ciao.